Nach dem Mord im Berliner Rockermilieu vor 4 Jahren sind laut Innensenator Andreas Geisel, SPD, im Landeskriminalamt einige Dinge verändert worden. Strukturell und personell wurden 2014 im LKA Lehren aus dem Mordfall gezogen, schreibt er in einer Mail, die er laut BZ Online am Montagabend an Innenpolitiker im Parlament und seinen Staatssekretär schickte. Es seien Arbeitsabläufe und interne Regelungen zum Umgang mit Individualgefährdungen, insbesondere mit sogenannten Hochrisikofällen, verschärft worden. So wurde im Januar 2014 die Dienststelle für Individualgefährdungen im LKA 1 eingerichtet, die jeden Hochrisikofall automatisch zur Kenntnis erhält, qualitätssichernd den Vorgang prüft und auch Beratungen zu gefahrenabwehrenden Maßnahmen wie Gefährder und gefährdeten Ansprachen bis hin zu Schutzmaßnahmen durchführt, heißt es dem Bericht zufolge in dem Schreiben, das der Zeitung vorliegt. Im Hinterzimmer eines Wettspielcafés in Berlin war vor 4 Jahren ein Rocker erschossen worden. Der Mordprozess mit 11 Angeklagten läuft noch. Die Polizei ist wegen mutmaßlicher massiver Fehler selbst ins Visier der Ermittler gerückt. Die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt leitete gegen 3 Beamte des Landeskriminalamtes, LKA, ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags durch Unterlassen ein. Es sei bekannt gewesen, dass das spätere Opfer gefährdet gewesen sei. Trotzdem sei der Mann nicht gewarnt worden und es habe keinen Plan zur Gefahrenabwehr gegeben, sagte Oberstaatsanwalt Jos Kamstra am Montag auf einer überraschend anberaumten Pressekonferenz.